So, hi, hallo, da bin ich wieder. Ne, so, im Moment habe ich nicht viel Zeit für YouTube, ja, ganz viel Action, ganz viel Training, ja, ganz viel Vorbereitung fürs Training Camp hier ab morgen hier Freitag, Samstag, Sonntag in Göttingen. Aber ich habe mir gedacht, ich hau noch einen raus, ne, damit euch nicht langweilig ist am Wochenende, während wir hier auf der Sportwing-Dschungelwelle surfen hier, ja. So, Chris, du hast mich gefragt, was ich von Norbert Madei halte. Norbert Madei, guter Mann, ne? 85 mit WT angefangen, also ich weiß das nicht genau, so, aber es ist eine Ableitung. Ich weiß, dass er 89 Techniker war, da musste wohl schon 4, 5 Jahre dabei sein, ne? Um den Bereichen sich zu bewegen. Ne? So, und der war direkt Leung Tinh unterstellt. Ne? Also Leung Tinh hatte immer mehrere Eisen im Feuer, nicht nur Kernspecht, sondern auch Leute wie Slavko Truntić im jugoslawischen Raum. So, oder auch dann Norbert Madei, der dann später die Eastern EWTO gegründet hat, die direkt dem Leung Tinh unterstellt war. Denn das gilt für den ganzen Balkanbereich, ne? Von Polen, Tschechien, Ungarn bis runter nach Jugoslawien. So, die hatten alle keinen Bock auf Kernspecht. So, die Ausnahme für das gesamte Gebiet ist Bulgarien, ne? Das hat aber geschäftliche Hintergründe, ne? So hat Kernspecht halt auch von da seinen Doktor- und seinen Professortitel gekriegt hier, ne? So, dass da halt eben gewisse finanzielle Strukturen sehr früh sich etabliert haben, ne? Um Kernspecht. So, der Rest drumherum, So, diese ganzen Jungs sind so die Nachfahren der Husaren. Das heißt, die sind nochmal ganz anders maskulin. So, ne? So, die stehen gerade, wenn irgendwas ist. So, ne? Die kämpfen das aus, wenn es ums Ehrgefühl geht und so weiter. Ne? So, und für die war Kernspecht einfach ein schwacher Führer. So. Die haben nicht viel in dem gesehen. Jetzt muss man ja so sehen, ich habe mit solchen Leuten zu tun gehabt, gearbeitet und so, die haben eine bestimmte Sichtweise. So, ne? Und wenn die jetzt so auf den Captain von einem anderen Schiff gucken, ja, dann sehen die, wie der Captain mit seiner Crew umgeht und wie er sein Schiff unter Kontrolle hält, sehen die, was das für einer ist. So. Wir sind nicht so. Und deren Mission war es halt, Leung Tinh WT zu repräsentieren. So. Nicht wie Kernspecht, so sein eigenes Süppchen zu kochen, das Wing Chun zu benutzen, um damit ganz viel Geld an Menschen zu verdienen. Geschickt versteht es der Meister auch, recht einträgliche Geschäfte mit seinem Können zu machen. Der Mercedes-Cabrio-Fahrer und stolze Ferrari-Besitzer will demnächst sogar einen Hubschrauberlandeplatz neben seinem Schloss bauen lassen. Denen alles aus der Tasche zu ziehen, so, ne? In kleine Bröckchen geschnitten und so, ne? Der hat, ja, das hat ja nicht mehr viel gemein. Das Leung Tinh WT-Programm mit dem, was Kernspecht macht. Das haben wir ja 2001 in alle gemerkt durch das Sergio-Video hier, ne? So, am Ende denke ich, dass beide Seiten keinen Bock aufeinander hatten. So, ne? Ich denke mal, Kernspecht hing auch lieber mit Leuten rum, so mit denen er sein Ding so machen konnte. So. Yes, Master! So, dadurch, dass die alle Leung Tinh gegenüber loyal waren, haben sich auch Leung Tinhs Strukturen da bis heute so durchgesetzt. So, die haben ja weniger dieses Konzept geritten, so, ja, wir putzen alle weg und die haben Traditional Martial Arts, die haben alle keine Chance, Wing Chun ist das Beste und Lazo-Programme entwickelt, um Traditional Martial Arts so wegzuputzen und so, ne, und ja, so, das haben die nicht gemacht, so, die haben das Leung Tinh Style-mäßig so in ihre Wing Chun, in ihre WT-Community, ne, nach Benimmregeln, nach Hierarchie und nach dem Programm und, na klar, natürlich auch das Bezahlen und so, ne? So, aber das ist eher so eine in sich geschlossene Society, die jetzt nicht frech nach außen geworden sind, sodass sich diese Strukturen bis heute so erhalten haben. So, die ganzen Jungs da drüben sind sehr diszipliniert und was der Leung Tinh sagt, das ist Gesetz. Okay? Yes, sir! Also, wenn du Geld zu viel hast und du richtig Bock auf diesen Leung Tinh 90er, 80er, 90er Film hast, so, dann kannst du da trainieren gehen, so, ne? Bezahlst deine Kohle, ne? Und dann, wenn du hochsteigst, so, ne? Umso höher du steigst, umso größer wird die Anzahl der Leute, ne? Die du benimmregelmäßig wegputzen kannst hier, so, ne? Das ist bestimmt eine Menge Fun. Das ist halt, ne? Richtig dieser Leung Tinh Hongkong-Style und so, ne? Die tragen halt auch noch die ganzen Klamotten, so, ne? Und das ist ein wichtiges Detail, so, ne? Was man damals auch hat, die von den anderen unterschieden. Die haben nur diese Schlagpads so am Körper gehabt, so dass du da auch richtig reinhauen konntest und sowas. So, jetzt aber nicht falsch verstehen, ne? Die haben die Pads nicht getragen, damit die endlich alle miteinander richtig kämpfen können oder was so, ne? Das war immer noch so den Benimmnischregeln so unterstellt, so, ne? So dass immer der die Pads getragen hat, der hat die Lasche gekriegt, so, ne? Am Ende
Gemeinde würde ich auch sagen, ne, dass die das Potenzial haben für Sport, Wing Chun und so. Ne? Wir fangen da auch an, ein paar kleine Brücken zu bauen und so. Wir arbeiten da an was und ich denke, wenn die ersten Sport Wing Chun Bano Championships überzeugen, wird das Ganze sich mit Sicherheit auch nach Osteuropa ausbreiten, weil die Jungs einfach die Mentalität dafür haben. Oder in diesem Sinne, tschüss.